Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben schon vor einiger Zeit, so dass es schon wieder etwas verblasst ist, die Regierungserklärung der Landesregierung gehört. Ich hatte ein bisschen erwartet, dass die Landesregierung sich dann erklärt oder uns etwas erklärt. Ich fand, es ist beides nicht eingetroffen. Ich habe nicht viel oder eigentlich gar nichts Neues gehört in dem, was als 10-Punkte-Konzept da vorgestellt wurde. Was ich hier allerdings höre, finde ich in gelindem Maße schockierend, ehrlich gesagt. Abgesehen von denjenigen, die hier Kommunalwahlkampf führen, es ist doch ein bisschen, für mich ein bisschen unangenehm, in welchem Ausmaß hier letztendlich eine oder die Firma immer benannt wird. Diese Firma auch doch deutlich gebasht wird. Jetzt waren wir bei menschenverachtend, ist anscheinend noch steigerungsfähig. Also ich muss sagen, und das auch dem Herrn Lies, ich habe in den Pressemitteilungen aus den letzten Tagen eigentlich mehr erfahren als in dieser Regierungserklärung eben. Herr Lies hat festgestellt, dass ihm das nicht so bekannt war, dass Firmen vielfach unterteilt sind, dass sie kleinere Unterfirmen haben, Töchter bilden, dass das für ihn wohl nicht so gewohnt ist. Ich muss Ihnen sagen, ich war lang genug Angestellter in diesem Bundesland und in Deutschland. Das ist leider sehr häufig so. Bitte. Es ist leider sehr häufig so, dass Firmen aus verschiedenen Gründen dazu greifen, ihre Bereiche auszugliedern, zu unterteilen, Teilfirmen zu bilden. Und diese Firmen haben da immer wieder ein Motiv. Das harmloseste ist noch, dass man vielleicht die betriebliche Mitbestimmung etwas einfangen will oder unterbinden will. Da muss man sehr kleingliedrig arbeiten. Andere wollen möglichst einfach Teilbereiche von Personal abstoßen können, wollen sich von Personal einfacher trennen können. Und die ganz harten Fälle, die machen diese Maßnahme, diese Unterteilung, wenn es darum geht, zwischen den Teilfirmen Gelder, Finanzen hin und her zu schieben und ein unvermeidliches Ende noch etwas herauszuzögern. Das kommt leider oft genug vor. Mir ist das unangenehm, mir ist aber auch unangenehm, in welchem Ausmaß Sie hier über Enercon letztendlich hergezogen sind. Und Sie werden es heute erleben. Sie werden's Moment bitte, in der SPD-Fraktion ist mir zu viel Unruhe, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jeder hat doch einen eigenen Platz. Ist das schön an diesem Plenarsaal? Hallo. Das gilt immer noch, das Angebot. Jeder hat einen eigenen Platz. Aber nicht jeder weiß, wo seiner ist. Hallo. Darf ich den... Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Also Sie werden es jetzt als Premiere erleben, das erste und einzige Mal, dass ein AfDler eine Windenergiefirma verteidigt. Aber so wie Sie hier umgegangen sind, so geht es nicht und das gehört sich nicht. Ganz einfach. Führt allerdings nicht sehr weit. Die Entscheidungen, die da gefallen sind, die sind schon lange vor langer Zeit gefallen. Die Krise ist sehr viel länger vorhanden. Es sind Managemententscheidungen, die da gefallen sind, die Ihnen nicht zusagen, die Sie aber auch nicht vermeiden konnten. Und was Ihre Solidarität vor etwas mehr als einem Jahr hier fleißig bekundet, mit Transparent auf der Landtagstreppe noch plakativ dargestellt, was Ihre Solidarität da wert ist, das stellen wir ja fest. Es ist nicht viel, was Sie ausrichten können. Sie, Herr Siebels, waren schon richtig griffig dabei. Sie haben sich ja schon fast angehört, als würden Sie Enercon verstaatlichen wollen, übernehmen wollen. Volkseigener Betrieb, sind Sie jetzt so weit nach links außen anschlussfähig? Also das klang schon interessant, was Sie da gemacht haben. Das schmeckte schon nach Sozialismus. Das ist also eine Sache gewesen, die sollten Sie nicht allzu oft hier machen. Wir stellen aber fest, diejenigen, die da jetzt auch die Hilfe der Gewerkschaften in Anspruch nehmen müssen, die nicht so leicht zu erreichen ist. Ich bin ja immer froh, wenn die auch Zettel zur Sache verteilen und nicht nur Demoaufrufe, die Gewerkschaften. Diejenigen, die da arbeiten, die leisten richtige Arbeit, aber sie müssen auch feststellen, die produzieren das falsche Produkt. Ich habe schon vor einem guten Jahr gesagt, wenn sich die Firma verlegen will, dann sollte sie das tun auf Wartung, auf Abbau dieser Anlagen. Auch das muss ja kommen irgendwann. Auch auf den Export sich stärker konzentrieren. Es ist nicht passiert. Vorbild wäre vielleicht die Asbestindustrie gewesen. Die haben in den 60ern dieses Produkt verteilt, massenhaft eingebaut. Und dann, als sich herausstellte, dass Asbest nicht harmlos ist und auch wieder weg muss, dann hat sich die Asbestindustrie doch recht erfolgreich zum Abbauer, zum Entsorger gewandelt. Und das muss einfach auch passieren bei der Windenergie. Auch die Anlagen müssen weg, auch die müssen entsorgt werden. Wäre der Ausweg für Enercon gewesen. Wenn Sie auf dem Import aus China rumhacken und glauben, ja, das ist doch nicht so akzeptiert, was importieren wir eigentlich?
eigentlich alles aus China, einschließlich der Photovoltaik, die ja auch verschwunden ist. Meinen Sie, da ist ein Akzeptanzproblem, wenn wir diese Anlagen importieren müssen? Das hat Ihnen sicherlich gut gefallen, aber ich bin immer noch ein bisschen am Zitieren. Keine Gängelei soll stattfinden bei der Neuausweisung von Windparks, von Anlagen. Die politischen Rahmenbedingungen sollen umgesteckt werden, aber was heißt das? Rechte und Pflichten, Gesetze und Vorschriften sind einzuhalten. Das ist keine Gängelei. Das müssen Sie einfach sagen. Sie können das nicht in der Presse äußern. Und wenn ich den Herrn Weil dann lese mit dem Satz, die Flugsicherung sei ein hohes Gut, aber nein. Die Flugsicherung ist ein hohes Gut, Punkt. Danach kann es kein Aber geben und da kann es hier auch keine zweite Meinung geben. 1000 Meter Abstandsregel sind ein kluger Weg, Konflikte deutlich zu reduzieren. Der Satz ist nicht von mir. Ich weiß nicht, wer den gesagt hat, aber ich sage ihn jetzt nochmal, bevor hier nochmal aufkommt. Den sagt keiner im Landtag, den Satz. Ich sage sogar, 10H Abstandsregel ist noch viel klüger. Und diese Abstandsregeln sollten wir mindestens halten, mindestens 1000 Meter. Denn Anlagen, die schon 264 Meter bis 280 Meter in der Spitze hoch sind, die können Sie nicht beliebig nah an Wohnbebauung heransetzen. Das ist allerdings auch, und da sind wir wieder im Erklärungsteil, wir sind eines der größten Flächenländer. Niedersachsen hat in den Bundesländern fast die größte Fläche. Und plötzlich ist das einzige Heilmittel, um noch mehr Windräder aufstellen zu können, die Reduzierung des Abstands zur Wohnbebauung. Was für eine Bankrotterklärung, was für ein Armutszeugnis ist das, wenn man den Leuten das praktisch in die Vorgärten setzen muss, wenn man an die Wohnbebauung ranrücken muss. Sie vermiesen den Leuten die Vorgärten, sprechen von Insektenschutz und dann setzen sie einen Vogelschredder praktisch vor die Haustür und das soll ihre intelligente Lösung sein. Und da wollen sie unter die Abstandsregelung, die sogar der Bund für vernünftig hält, und auch da stimmen wir selten zu. Da kommen Sie garantiert. Moment, Herr Kollege. Herr Kollege Siebels, bei aller emotionalen Betroffenheit, der Redner hat den Anspruch, dass nur er redet, Frau Mörder, er redet und sonst niemand. Wir können das auch gerne hier unterbrechen. Wir haben Zeit, Herr Kollege. Dann machen wir weiter. Weiter geht's. Weiter geht's. Die FDP hat von Planwirtschaft gesprochen. Es wäre ja noch fast tröstlich, aber ich kann da keinen Plan erkennen. Sehen Sie da wirklich einen Plan? Wir wollen von unserer Landesfläche 2,1% für diesen weiteren Zubau opfern. Und der geht nur tatsächlich vor den Wohnbebauungen. Das ist absolut planlos. Wie viel wollen Sie denn machen im Vergleich zur jetzigen installierten Leistung? Wo soll es denn enden? Dreifach? Zweifach? Wir haben installierte Leistungen in den erneuerbaren Energien von 94 Gigawatt. Wie viel brauchen wir? 85 maximal. Wir haben schon jetzt mehr, als wir Bedarf brauchen. Und wenn Sie da rausgucken, das nennt man Dunkelflaute. Kein Wind und so bedeckt, dass die Photovoltaik gerade nichts produziert. Hat man auch tagsüber die Dunkelflaute? Was produzieren jetzt 94 Gigawatt? Was produzieren 194 Gigawatt, die Sie vielleicht installieren wollen? Aber ich kann Ihnen einfach sagen, Sie können auch zehnfach hinstellen. Und bei Flaute und bei Dunkelheit produziert diese erneuerbare Energie nichts. Das ist so oft zu wiederholen, Sie wollen es einfach nicht glauben. Unfasslich eigentlich, dass Sie das nicht akzeptieren können. Herr Thiele, na? Scheint schon wieder weg zu sein. Die armen Störche. Die Störche bringen es irgendwie fertig. Ach, auf der guten Seite. Gut, dann brauche ich hier die Regelrichtung nicht. Wir reden ja sonst so immer nur hier zur SPD. Die CDU ist ja merkwürdig still. Aber was trauen Sie eigentlich den Störchen zu? Die bringen es fertig, unter Windkraftanlagen zu brüten, zu überleben, sich prächtig zu entwickeln, zu gedeihen. Aber die kommen nicht mit einer Erderwärmung in 100 Jahren von 1,5 Grad klar oder vielleicht auch 2 Grad. Die sind anpassungsfähig. Das nennt man Natur. Das ist nicht absurd, das ist Natur. Sie haben sich so angehört, als würden die zwar erfolgreich unter den Windkraftanlagen brüten, die kleinen Saboteure, aber beim Aufsteigen dann gebraten vom Himmel fallen. Das ist absurd, was Sie hier vorführen. Herr Kollege, einen Moment noch, bitte. Die Zeit wird angehalten. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, so geht es nicht. Nein, 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 nein. Mir geht es hier um die Ordnung im Saal, geht es um die Geräuschkulisse. Jeder Redner hier hat Anspruch darauf, dass man ihm zuhört. Das müssen Sie inhaltlich nicht alles teilen. Hier kann jeder seine Position auch darlegen, mit oder ohne Applaus. Herr Kollege Thiele, Sie wollen zu Ihrem Platz zurückgehen. Ich habe dafür Verständnis. Und Frau Menge, Sie wollen lauschen, ich weiß.
So, jetzt versuchen wir es nochmal. Der Redner hat noch 4 Minuten Redezeit. Schaffen wir es vielleicht ohne Störung. Bitte sehr. Der Storch ist gelandet, sehe ich auch. Wir haben Farbe bekennen gehört vom Ministerpräsidenten Weil. Und dann kamen 10 Punkte, bei denen ich eigentlich keinen neuen gehört habe, sondern im Gegenteil. Die guten alten Bürgerwindparks sollen wiederbelebt werden. Das Repowering soll vereinfacht werden. Und das finde ich eben dann doch ein bisschen zu absurd, wenn man sagt, man baut statt einer alten Anlage, 20 Jahre alt, sehr klein ausgefallen, baut man im einfachen Verfahren einfach was, was doppelt oder dreifach so groß ist. Doch, da muss man das volle Verfahren durchlaufen. Ansonsten, ja, haben wir auch den Hinweis gehört auf die anderen Bundesländer, die sich auch mal anstrengen sollen. Das fand ich nicht so erklärend in der Regierungserklärung. Sie wollen alles beschleunigen, hätten Sie schon längst machen können, aber jetzt fällt es Ihnen akut ein. Man muss aber sagen, Sie haben nicht Misserfolge in der Windenergie. Die Windenergie ist der Misserfolg. Sehen Sie es ein, das ist der Fehler. Sie haben ihn gemacht. Werden Sie damit fertig. Danke sehr.